Jetzt wird's unartig. Aha. Ja, pass mal auf. Ja, hallo meine Fotzi-Bärchens und ping erstmal. Mit alkoholfreiem, ne? Ich glaube, das wird unsere neue Marke. Vielleicht sponsern die uns, ja. Krombacher Pilz alkoholfrei. Natürlich frisch, einfach lecker. Okay. Worum geht's heute? Heute geht es wieder um ein Fanpaket, um ein Unboxing, was mir der liebe Jan aus Föhren geschickt hat. Ja. Guck mal hier, was ist das für ein Ding? Oh, ist das schwer. Das ist echt schwer. Ja. Pass auf, hau deine Kanne, Junge. Guck mal, steht noch drauf, zu Händen Gore-Minister und DSD. Geil. Das heißt... Geil. Für dich ist auch was drin, mein Freund. Mein lieber Jan, das hört sich gut an. Dann lässt sich gut lesen. Da bin ich aber gespannt. Hier ist der Säbel. So. Ich kann Ich warte drauf. Das würde mir passieren, wenn ich getrunken hätte. Ja. Aber ich habe ja nicht getrunken. 2000 Jahre später. Oh, was ist denn hier los? Ja. So, mein lieber Jan, dann gucken wir da mal rein hier. Geil, ich glaube, da ist ein Brief bei. Ah. Darfst du den vorlesen, oder? Nee, was ist das? Ja doch, das ist ein Brief. Ja, komm. Hier, zum Basteln übrigens. Pappe, ich habe mir jetzt Videos runtergezogen. Aber guck mal hier, Masters of the Universe Origins Pantor Action Figure Karton. Ein Stück ach, von dem Karton. Warum? Ach, jetzt hast du schon wieder alles verraten hier. Oh, ich habe schon was abgehabt, da gar nicht gesehen. Oh, guck mal, ein langer Brief, aber den lesen wir natürlich in Gänze vor. So. Ja, mach mal. Hallo Herr Minister, hallo DSD. Hallo. Wie ich dir auf Insta abgesprochen habe, hier das versprochene Paket. Alles darin ist aus meiner Sammlung und in teils top oder nicht mehr ganz so guten Zustand. Da ich derzeit am Räumen und Aussortieren bin, hat das ganz gut gepasst. Geil. Denn ich denke, ich habe da ein paar Knaller für euch zusammengesucht. Oh, je, oh, je, oh, je. Da ich aus dem Hip-Hop-Hobbybereich, was für ein Wort, komme, sind auch ein paar schöne Sachen für DSD. Digga, jetzt bin ich aber gespannt. Was bin ich aber neugierig. Neugierig. Ja, geil. Bier gibt es diesmal nicht, da ihr im November seid. Sehr geil. Ja. Der November, warum haben wir das nicht so gemacht? Der November ist eigentlich, hätte auch schon gereicht als Auf dich trinken wir erstmal ein alkoholfreies. Fit, Alter. Natürlich frisch, einfach lecker. Es geht noch weiter. Ich hoffe, ich kann euch beiden eine Freude machen. Hast du schon alleine jetzt mit der Tatsache, dass du was geschickt hast. Und bei einer Sache weißt du schon Bescheid. Der nächste Ping, ach ja doch, der hatte mir einen Hint geschickt, auf Insta sage ich dir aber nicht. Ah, okay. Der nächste Ping kommt bestimmt. Wenn ihr mal in Trier oder Umgebung seid, sagt Bescheid und wir stoßen mal zusammen an oder scratchen zusammen. Oh, sehr geil, sehr geil. Das hört sich gut an, ja sicher. Ja. Ich wünsche euch alles Gute für die kommenden Projekte. Bleibt so, wie ihr seid. Machen Hashtag Stay Nerdy, Christainment Voice. Achso, herzliche Grüße, Jan. Ja, vielen Dank, hey, super, Jan. Das ist schon geil. Super, nice. Ich bin gespannt, was da drin ist. Wollen wir hier erstmal. Das Kartonding ist geil, schmeiß das nicht weg. Ja, das machen wir hier an der Seite. Dann, das ist ja vollgepackt. Guck mal. Alter, die wollte ich dir auch noch besorgen, aber die gab's auch nicht mehr. Also, da hab ich mal halt auch noch zwei Stück, ne? Oh, da sind schöne. Oh, Star Trek Deep Space Nine. Noch ein Interface. Wow, Alter. Die haben wir schön. Da sind bestimmt tolle Werbungen drin und so. Dann hier. Ups. Man kann auch von Alkohol ein Masters Heft und noch Deep Space Nine Heft. Alter, geil. Sehr schön, ja, fantastisch. Da lassen wir ja mal durchblättern, ne? Was da drin ist. Mal gucken, ja. So, was haben wir denn hier? Ach, extra Specials zu machen. Alter, was ist das denn hier? She-Ra und He-Man. Extra langsamer Typ. Oh, ein alter Figuren-Comic. Ja. Das sind die alten, ja klar, alter, geil. Ein alter Mini-Comic. Cool. Hier. Search for Keldor. Ja, da, guck mal, mit Sprechblasen. Ja, ja, das waren die von damals. So, ah, die sind cool, Alter. Die kenn ich ja gar nicht. Die gab doch in Deutsch auch die Mini-Bücher, oder nicht? Secret of the Sword, das ist zu dem Filmation-Film. Ja, hinten, da ist nämlich, guck mal hier, das sieht aus, hinten das Bild bei dem... Wings of Doom? Bei dem Secret, da hast du nämlich hier so Film, oder? Ja, das ist der Warlock halt, ne? Mal reingucken. Oh, fett, Alter. Ach ja, das ist das. Die sind geil, alle cool, Alter. Oh, wie süß, das ist ja super. Geil. Oh, da, Horde Trooper, ne? Ja, 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 schön, schön. Ja, das ist nice. Ja, das ist aus dem Film, das ist geil, oh, geil. Was haben wir hier, Wings of Doom? Ja, das ist in dem gleichen Stil. Ich dachte, das Umfeld, ne, vom T-Shirt. Sehr, sehr, sehr nice. Ja, schöne Zeichnungen auch drin. Großartig. Die sind geil, Alter. Das ist ja auch schon voll großartig. 80s-Zeug, halt, ne? Fett, was haben wir? Oh, ich sehe was. Was haben wir denn hier? Phantom Spezial. Aha. Ja. Und Licht und Schatten. Das Licht und Schatten. Ach, das ist Marvel, ist das. Aha. Hier das Phantom. Guck schon mal hier.
Kennt da vielleicht doch, den auch? Typen kenne ich doch hier hinten, diesen. Ja, ja. Das ist hier. Das heißt, den, am Amiland heißen die anders. Irgendwie Licht und Schatten. Ja, oh, jeden ja, Werbung von Vanessa Spezial. Da haben wir letztens noch Hörspieler gehört. Mädelsgrusel. Ja, ja, ach, die sind witzig, weil die sind auch von Tonstudio Braun. Und die ganzen Geräusche sonst hinkt da und so, weißt du da. Das, und auch die Sprecher halt. Das ist total geil. Ja, so. Elfenwelt habe ich auch noch welche von, komischerweise. Aber so müssen Comics gezeichnet sein. Das ist so. Ey, falls einer Elfenwelt braucht, ne, ich habe da welche, die könnte ich auch abgeben. Die habe ich irgendwann mal fett, Alter. So, oh, geil. Oh, guck mal da. Mal ich sehe schon so einen Karton mit diesem HHV. Ich habe zwar keine Ahnung vom Internet, aber... Ja, oh, deswegen ist das so schwer. Ja, guck mal rein. Meinst du, ich so... Boah, Alter. Das ist ja die... Ich weiß ja, wie schwer Schallplatten sind, ne? Also so einige. Er hat irgendwas von DJs. Jetzt kommt er, das ist aber jetzt schon wieder, das macht mich ja jetzt schon wieder verrückt hier, ne? Und jetzt zerreiß ich's. Nein. So, gucken wir mal rein. Oh. Alter, du bist geil. Das ist schon mal, Alter, endlich hab ich meine erste 7-Inch Kleine zum Kratzen für den Numak-Turley. Das ist ja Hammer, Alter. Ja, super. DJ Woody, fett, Alter. Ja. Hätte ich das gewusst, hätte ich den kleinen Turny heute mitgenommen, aber das macht, ich zeig euch die nächste Mal, ne? Also Jan, dir vor allen Dingen, da Scratching. Ja, das ist ja geil. Da kann ich dem Yogi nämlich seine wiedergeben, seine 7 Inches, die ich mit Magdalena vor anderthalb Jahren, vor 2 Jahren. Jetzt habe ich wenigstens eine kleine auch selber zum Kratzen. Das ist schon mal geil, ey. Vielen lieben Dank. Hammer, hammer. Das muss an dem D-Out gehen. Das ist ja gar keine Frage. Alter, bist du bekloppt, ey. Beverly Hills Cop. Ja, cool, habe ich nämlich noch nicht den Soundtrack. Sag mal hier. Sehr schön. Alter. Schön, hier mit Excel F drauf und so. Jetzt kommen ja Dinger hier. Mal hier nochmal ab. Stell die mal hin, ey. Nein. Hier, guck mal hier. Hier haben wir noch Gangster Megamix. Ladies Night B-Seite, was ist auf der A-Seite? Noch Gangster Megamix Celebration. Geil. Ach, es ist von dem Gangster oder was? Nee. Ja, Gangster mit Guru wird ja mit Doppel-R geschrieben. Jetzt gucke ich gerade, das soll von 89 sein, die Scheibe. DJ Paul Funk. Ja, ich bin gespannt. Ich werde reinhören. Ich werde sie bei mir auf jeden Fall mal separat vorspielen. Jetzt muss er ein Video machen, separat von dem ganzen Scheiß, den ihr hier abstaubt. Geil. Und das ich baue heute Abend die Turnies bei mir wieder auf, weil ich noch so ein Scratch-Special aufnehmen werde. Geil. Summer Melody Hits, Billy Joel, Alphaville. Oh, geil, so ein Sampler wieder. Ja, ja. Sehr schön. Oh, da kratzt du euch. Ja, auch so, weil da sind ja immer noch Sachen bei, die ich immer noch nicht in meiner kompletten 80s-Sammlung habe. Kann ich wieder neue 80s-Mixe machen? Ja. Da gibt es übrigens neun Stück von mir 80s-Mixe, aber die kann ich auf YouTube leider nicht hochladen. Ich muss mir da irgendwas einfallen lassen. Sting and the Police. Oh, Roxanne. 97er. Oh, schön. Geil, Alter. Ach, das ist... Ach, guck mal, so Puff Daddy Remix ist drauf, A Cappella ist drauf. Oh. Sehr cool. Das ist die schlimme Version. Oh, ich habe fast das Bier schon darunter gemacht. Oh, geil. Come into my life, ey. Ich glaube, ich habe da eine Maxi von, aber ich glaube, da gab es auch zwei, drei verschiedene. Oh, die nächste. Yes, Alter. Da bin ich neidisch, ey. Boah, geil. Die nehme ich direkt hier von mir. Ja. Da guckst du, LL Cool J. Go, Cut Creator, go. Das ist hier. 1, 2, 3, 4. Go, Cut Creator, go. Ach, schön, Alter. Wieder stellt BSD eine Reihe hervorragender, ungewöhnlicher oder besonders preiswerter Schallplatten vor. Ja, da freue ich mich jetzt. Das ist richtig gut. Ey, wie geil. Fifth Element, Legends of Hip-Hop. Beethoven? Ach, die Beethovens haben den Remix. Melly Mel, Ice-T, Flavor Flay. Oh. Cheeks von Lost Boys, Special K, Bambata, Run und was? Smooth Approach. Die sind da alle bei? Ja. Ach, krass. Dann hier, Second Verse. Sherrock, Doc Eyes, Busy Bee, Starsky, Houdini, Raheem. Raheem, das müsste ja eigentlich RZA sein dann noch, ne? Ja, der Raheem, Alter, ja. Reggie Rack, Grandmaster Cass, DLB, LA Sunshine, Grand Puba, Pete Jones, achso, Curtis Blow, Third First, Hollywood, Eddie Chiba, Big Daddy Kane, Dano Cilo. Chorus von Grandmaster Flash. Alter, wie geil. Das ist noch Speed cool. Hier von Arrested Development, Kid Creole, Grand Wizard Theodore, da ist er. DXT, Alter. Was? Dr. Rock, Rakim, DJ Kool Herc. Oh, das ist ja ein geiles Ding. Ich weiß. 34 Oldschool Legends. Fifth Element. Also, wenn ich den höre, weiß ich wahrscheinlich, was es ist. Aber so, ja, geil, Alter. Fett. Und, oh, Alter. Ja, was noch Herbeschätzchen ausgepackt, ey.
Wir holen mal live, habe ich auch nicht auf Maxi zu Hause, habe ich nur auf Minidisc mir damals mal aufgenommen. Alter, das wird immer besser, der ist doch verrückt, der Typ, Alter. Was ist er denn jetzt noch? Du bist doch mal verrückt. Ist er noch LL? Nein, das ist Liquids, Alcoholics und so, Alter. Aber ja, die Fahrrei, ich weiß, dass die auch nicht mal eben für 10 Euro zu haben ist, so. Geil, Alter. Ja, unglaublich. Ja, und jetzt hier noch, ne? Liquid Junkies. Alcoholics. One Day Away und Strength in Numbers mit Fill the Agony and Evidence, Alter. Oh, schön. Feine genau Sache. Mein Zeug, so, Alter. Wunderbar. Ja. Ey, Digga. Hast du den richtigen vielen getroffen? Vielen lieben Dank. Ich hoffe, die waren für mich, ne? Ja, ich denke, also, das ist irgendwas mit Scratch und Hip-Hop. Also denke ich mal. Wir kommen auf jeden Fall mal in die Trier-Ecke und dann scratchen wir echt mal, Alter. Geil, ja, das freut mich. Was ich hier sehe. Ah. Was hat der für ein Mannequin? Ja, pass mal auf. Sieht aus wie so ein Gespenst, irgendwas so. Brainstar! My Skullwalker stomp you flat, Brainstar! Skullwalker 3030 Brainstar and Tex Hex 07. 3030 can stand up to your evil Tex Hex. I'll transform Skullwalker and attack from the air. Use your blaster cannon to stop him, 3030. You're grounded, Tex Hex. I'll get you for this. Alter, fett. Fett. Hier, guck. Da haben wir Tex Hex, Mann. Von, oh, ich pack mal die Dings hier weg. Hier, von Marshall Bravestar. Und der kann immer so ziehen. Geil, fehlt nur der Hut und ansonsten ist er komplett. Cool. Ja gut, die Kerium-Sache. Ich dachte gerade erst die Ohren. Aber der sieht ja echt noch richtig fett und richtig gut aus. Schönes Teil. Wann gab's die? Ah, oh, das muss so Ende 80er gewesen sein, Anfang 90er. Alter, wie geil, haut er mir geil, mal eben ich wollte immer einen Tex-Hex haben, weil der halt so geil aussieht, ey. Vielen, vielen Dank, voll geil, voll mega. Der muss auch irgendwo. Geh ich nächstes Mal in Rewe, dann bringe ich dir noch so eine Tex-Mex hier Pizza-Dings mit, ey. Ja, muss ich heute nur den Hut führen, dann ist der komplett voll geil. Nee, super! Oh, es ist immer noch was drin. Oh, guck mal da wieder. Hier. Geil. Einmal Bespin, Luke und Vader, die habe ich gar nicht gesehen bei uns. Was ist das denn? Die drei von der Mission Series? Geil. Da habe ich dir doch letztens den Dings mitgebracht. Hier genau. Da müssen wir, glaube ich, Messer. Für wen ist der denn? Weiß ich nicht, machen wir Messerkampf. Ja, machen wir wieder hier. Flaschenkampf. So, das erstmal weg. Oh, eine Schatulle. Oh, da springt was raus. Ja. Oh, das ist geil. Ich halte hier die Weihnachten, ey. Ja, eben, ist denn schon Weihnachten? Alter, haut da mir hier so einen Stapel Scheiben raus, jetzt wird's unartig. Aha. Ja, pass mal auf. Owl's business. Not bad for a bounty hunter. Chewbacca, Princess Leia, new AT-8 and AT-ST driver action figures, each sold separately. Take me to Endor, AT-ST driver. I've no orders. Alter. Nein. Nein. Das Geile ist, ey, Alter, du hast echt aufgepasst. Jetzt mal ohne Scheiß, der hat echt aufgehört. Mir fehlt eine Leia-Lanze für den Busch. Ja, ich hab sie direkt gesehen. Wow. So, die fehlt mir nämlich. Das ist doch die von Leia. Ja, klar. Das müsste die doch sein. War die nicht in Grau von Leia? Grau ist doch so auf Gas. Ja, können wir das könnte die aber das ist ja doch, aber würde ich auch sagen. Das ist für den Busch halt, für den Busch-Dings, ne? So, dann haben wir noch. Guck mal hier noch. Karten vom Fotoalbum von Phantom Menace, ne? Ja, hier von die Panini-Sammel. Geil. Alter. Und drei Vintage-Figuren. Boah, ja, guck mal, der Endor Solo, ne? Ist das Endor, nicht, ne? Mit dem, ja klar, der mit dem Mantel hat. Der fehlt der nicht auch noch? Nee, den habe ich tatsächlich. Okay. Der Boba ist ein schicker schön. Boba und noch. Und hier so ein Ed. ATST-Typ halt. So ein ATST-Driver-Typ von Hammer. Kann das sehen hier? Ja, genau. Alter, wie schön. Alter, Vater. Uiuiuiuiuiuiuiui. Der Boba sieht auch noch gut aus. Aber da müssen wir auch einen Messerkampf machen. Das ist ja jetzt wieder doof. So, die Sticker an der Seite. Nimm doch. Nee, was du nicht hast, nimm die Ruhe. Ich hab nie was. Nein. Ich brauch die Lanze. Sonst kann der Jan das ja nochmal in den Kommentar schreiben, ne? Aber ich gehe davon aus, ich bin so mit den Platten vollkommen bedient, das reicht mir. Da geht weiter hier. Glücklich mit, ey. Alter, da geht weiter. Geil. Die Platten hole ich jetzt einfach mal raus. Ja, die sind doch wahrscheinlich für dich, oder? Nee. Nas. Alter, guck dir an. Nase Jones, I can. Das gibt's doch nicht, ey. Ja, das ist ja wohl auch Hip-Hop, ne? Dann, ja. Eminem, Guilty Conscience. Oh, meine erste Eminem-Scheibe. War das echt deine erste Eminem? Nein, das ist so, jetzt ach, meine das erste. Ist deine erste. Ich habe mir nie gekauft. Ich kaufe ja seit 20 Jahren kaum noch Rap-Zeug und so. Ja, geil. Cannibus?
Cannabis, geil, Alter. Genau, so eine geile Stimme. Cannabis, sehr cool, Alter. Kenn ich auch nicht. Also nicht, dass die jetzt hier kacke sind, ne? Also wenn ich da drauf... Das, guck mal, hier sind A Cappellas, ne, Instrumentals auf jeden Fall drauf. Doch, A Cappella ist auch drauf, super sowas. Also ja, allein benutzen für die Instrumentals. Ist eh Klassiker halt auch, ne? Die Nas, ja, schön. Dann haben wir noch Freddy Fox, Alter. Freddy the Fox, geil. Digging in the Crates, Alter. DITC. I come to war. Geil, vielleicht sind da noch Feature auf Walkers, ne? Ja. Warte mal. Ja, geil. Walkers. Ja, come to war. Warte, da ist nochmal Luft drauf hier. Und, I come to war mit A Cappella wieder. Ey, Digga, geil, Alter. Super. Dankeschön. Geil. Aber da hat der Brief nicht zu viel versprochen, ey. Nee, aber es hört ja nicht auf. Boah, Cannabis, Alter, ey, fett. Oh. Ey, richtig geil. Also da bringt er mich wieder dazu, dass ich demnächst mal wieder Platten, also Hip-Hop-Scheiben auch kaufe. Ich habe Videokassetten. Oh, Graffiti. Monsters Graffiti. Of Art, Part 3. Alter. DJ Cool und DJ Mono. Not be viewed by minors. Graffiti-Video, ah geil. Boah, fit. Monsters of Art, was ist denn das? Für wo vor allen Dingen? Ich wollte gerade sagen, das ist kein Moas, ne? Die Moas-Crew ist das nicht, oder? Sag mal, was sind da für Pieces drauf? Ja, vielleicht kannst du das entziffern. 2002. Ja, das werden wir mal sichten. Na, da können wir da mal gucken. Müssen wir digitalisieren. Oh, was haben wir denn hier? 68 Minuten. Oh, DMC, Alter. World DJ Championship. 2002, yes, Alter. The 30th greatest DJs in the globe battle for the title of world champion. Die scheinen ja für mich zu sein, ne? Ja, ich denke, das ist deine Typ. Kategorie. Ey, was für ein Typ, ey. Geil, Großartig. Alter. Was, wer ist denn hier drauf? Ja, MTEC, Select, Beware, JK, Rocket, geil, Alter. Kentaro, da ist DJ Kentaro auch. Achso, der ist vorne hier auch drauf gewesen, ja, der Kentaro, ja. Ja, geil, Alter. Ja, auf sowas kann ich ja voll, ne? Gerade von damals. 2002 ist ja auch schon damals. So, ey, dicken Dank. Dicken Dank. Das war's. Ja, demnächst dann mal. Aber was heißt, das war's? Ey, das war die Härte. Der Hammer. Alleine der hier, der ist so schön, ne? Tex-Hex ist super. Alleine, hier. Alter, das muss ich alles mit nach Hause schleppen, naja, ey. Und ich hab unsere Trödelbeute zufällig bei. Ey, das ist geil. Hier bin ich ja dann das witzig. Das fick dich richtig, ne? Jetzt habe ich eigentlich eine kleine... Und, Alter, habe ich noch gar nicht gezeigt. Ich wollte es gerade sagen. Die meisten Kratzplatten sind ja eh im farbigen Vinyl, ne? Oh, schön. Ah, geil, Alter. Ja, nächstes Jahr dann nach Trier, ne? Dann nehme ich den Journey mit den Kleinen und dann machen wir da mal... Bravestar, du hast so keine Chance. Kleinen Besuch. Bravestar. Hammer, ey. Er spielt schon, ja, ich würde jetzt gerne squishen. Eyes of the Hawk is a pro. Ich auch deinen Plattenspieler mit squishen. Ja, super. Geh mal squishen. So, alkoholfrei. Jan, wir sagen danke. Unser alkoholfreies ist auch schon am Ende. Boah, vielen Dank. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Freude, unsere glänzenden Augen zu sehen. Geil, ja, wie gesagt, der Kai, ja, zu viel Internet ist trotzdem ungesund. Aber zu viel Schallplatten und hier Gesquetsche und Spielzeug. Und Star, niemals. herrlich. So, jetzt abschalten. Danke. Abschalten. Tschüss. Geil, abschalten.